hey, euer Doc. Und ihr fragt mich immer, ey Doc, was ist denn jetzt eigentlich mit der DPD-Lieferung passiert? Hast du die limitierten Konsolen bekommen? Hast du dein Geld wieder zurückbekommen? Wie ist das Ganze jetzt ausgegangen? Heute gebe ich euch die komplette Auflösung, was jetzt komplett nach, keine Ahnung, über einem Jahr, zwei Jahre rausgekommen ist. Ich gebe euch Tipps, wie ihr euch davor schützen könnt, also auch meine Fehler, die ich gemacht habe und auch Einblicke hinter die Kulissen in den Microsoft Store bzw. Xbox Store, PayPal-Käuferschutz und American Express, also Kreditkarten-Käuferschutz und den Grund, warum ich nicht mehr im Microsoft Store einkaufen werde. Es tut mir wirklich leid, dass ich dieses Video heute machen muss. Ich mag die Xbox wirklich sehr und auch das Store war für mich eine sehr wichtige Anlaufstelle, vor allem für limitierte Produkte, die man nur dort kaufen kann. Ich weiß. Black Dog würde jetzt sagen, Doc, ich weiß doch, dass du die PlayStation mehr magst. Jetzt greifst du wieder meine geliebte Xbox an. Es reicht. Daumen nach unten. De-Abo. Aber ich sehe es als Aufgabe, auch euch zu schützen. Sowohl von diesen ganzen möchte gern Schutzmaßnahmen, als auch natürlich, dass ihr nicht die gleichen Fehler macht wie ich. Deswegen gebe ich euch heute die Erfahrung mit und ein paar Tipps, dass ihr nicht auf eurem Geld sitzen bleibt. Sagt man das so? Ich weiß, was ich meine. Am 25. August 2021 habe ich zwei limitierte Konsolen gekauft. Das waren diese Halo Limited Editions. Konsolen, eine für mich, eine für euch und einen passenden Controller. Nur zur Info, der eBay-Wert war am Release-Tag um die 2.500 Euro. Effektiv habe ich ungefähr 1.300 Euro bezahlt. Am 13. November 2021 kamen drei E-Mails. Deine Ware wurde zugestellt. Aber es gab ein großes Problem, nicht an meine Hausnummer. Und ab diesem Punkt habe ich bereits den ersten Fehler gemacht. Ich habe gedacht, alles easy. Ich habe es einfach auf die leichte Schulter genommen. Denn ich dachte mir, was kann schon passieren? Falsche Hausnummer, okay, Xbox Support, ja, regelt das schon. Oder DPD bringt mir schon die Pakete. Ansonsten mache ich einen PayPal-Fall auf, ey, Käuferschutz. Und wenn das nicht reicht, naja, ich habe ja im Hintergrund die Abbuchung über die Kreditkarte. Ich Fuchs, hab doch einen doppelten Schutz. Kreditkarte, Amex, Käuferschutz, sehr, spätestens der, der erklärt alles. Zu der Zeit hatten wir diese ganzen Beschränkungen. Ich hatte Probleme mit dem Tesla, mit der Werkstatt und dachte mir so, nochmal zusätzliche Stunden und Tage beim Anwalt? Polizei verbringen? Warum denn auch? Ich habe doch zweimal einen Käuferschutz. Und Support von Microsoft. Leute, wir reden hier von Microsoft, Xbox. Was geht ab? Na, wird schon alles gut gehen, aber ist es nicht. Und deswegen, damit ich mein Geld zurückbekomme, was ich verloren habe, jetzt erstmal Werbung. Der heutige Sponsor ist Anker. Anker hat gerade die Anker Solix-Woche gestartet und bietet einige exklusive Fanrabatte an. Zum Beispiel könnt ihr beim Anker Solix F2000 bis zu 700 Euro sparen. Ihr findet den Link unten in der Beschreibung und ihr könnt kostenlos euch registrieren und sehr viele Vorteile bekommen. Ihr bekommt exklusive Fanrabatte, zusätzlich 5% auf Gutscheine. Ihr bekommt die aktuell besten Preise. Ihr bekommt exklusive Rabatte auf die Bestseller. Ihr könnt euch Gutscheine kaufen, verschenken, selber benutzen und bekommt Prozente auf die Gutscheine. Und es gibt Gutscheine auch noch für die anderen Anker-Produkte. Wie ihr hier seht, könnt ihr euch echt einiges sparen. Die Solix F2000 ist eine meiner Lieblings-Gadgets. Ich war letzte Woche erst mobil unterwegs und hatte sowohl die F2000 als auch die F1200 dabei. Ich hatte meinen mobilen Pizzagrill und meine Kühlbox einfach angeschlossen. Grundsätzlich bietet die F2000 folgende tolle Möglichkeiten. Erstens Mobilität und Leistung. Mit einem praktischen Griff und Rollen, ähnlich wie es bei einem Koffer ist, kannst du die Solix F2000 leichter transportieren. Und das trotz ihrer beeindruckenden Kapazität von 2048 Kilowattstunden. Das erlaubt dir übrigens, deinen Strom überall mit hinzunehmen. Egal ob auf eine Grillparty, du kannst einen Laptop aufladen und sogar eine Poolpumpe damit betreiben. Zweitens viele Anschlüsse. Wir haben drei Steckdosen. Ein Car-Socket-Anschluss, Display, eine App-Verbindung mit Controller für Ausgang und Eingang, einen dreifachen IQ-USB-C-Anschluss und zweimal einen IQ-normalen USB-Anschluss. Zusätzlich eine verbaute Taschenlampe und alles ist nutzbar.
Drittens, Langlebigkeit. Anker bietet eine Garantie von bis zu 10 Jahren auf die Solex F2000. Aufgrund der hochwertigen Akkus haben wir hier mehr Ladezyklenmöglichkeiten und der Akku hält an sich länger als bei Mitbewerbern. Und auf das gesamte Gerät gibt es nochmal 5 Jahre Garantie. Viertens, Solarfähigkeit. Wenn du Strom benötigst und die Sonne scheint, kannst du mit Solarpanels, natürlich abhängig von der Wetterbedingung und der angeschlossenen Panels, die F2000 zwischen 8 bis 12 Stunden vollständig laden. Das gibt dir die Möglichkeit, nachhaltig und unabhängig von der Netzversorgung Strom zu erzeugen. In der heutigen Zeit ist so ein Gerät wie dieses einfach nicht mehr wegzudenken. Denk jetzt an deinen Rabatt, wenn du schon immer sowas haben wolltest. Schau jetzt in die Beschreibung. Denn dort bekommst du bis zu 990 Euro Rabatt im Fanweek Sale mit 30 Tagen Preisgarantie. Sichere dir 600 Euro Rabatt und zusätzlich 5% Rabatt auf das Anker Solex F2000 nur für Fans. Sichere dir auch bis zu 700 Euro Rabatt auf den F2000 Solargenerator. Jetzt zurück zur Story. Nachdem ich nichts bekommen habe, den Fall natürlich bei PayPal aufgemacht. Aber was ich damals nicht wusste, wenn die Ware auf zugestellt steht, kann PayPal einfach nichts machen. Was hat PayPal gemacht? Den Fall geschlossen. Ich habe ihn wieder aufgemacht und habe PayPal nochmal die Sachlage erklärt. Und die meinten so, naja, ohne schriftliche Bestätigung, dass DPD wirklich an die falsche Adresse geliefert hat, können wir nichts machen. Ja, aber ich habe doch einen Screenshot hier, guck mal, da wohne ich nicht. Sorry, schriftliche Bestätigung. Natürlich habe ich zwischenzeitlich mit DPD telefoniert und E-Mails hin und her geschrieben und auch meine Frau hat mit DPD telefoniert. Was, jeder hat mit DPD telefoniert. Aber niemand wollte helfen, niemand wollte den Fehler zugeben und als wir dann den lokalen Ansprechpartner erreichten, Würzburg war zu der Zeit für mich zuständig, sagte die Dame am Telefon, ich verpfeife meinen Kollegen nicht, ne? Also, nee, kann ich machen, geht nicht. Ist er nicht versichert? Seid ihr nicht versichert? Ich brauche doch nur eine schriftliche Bestätigung. Also, nach dieser Aussage, ich verpfeife meinen Mitarbeiter doch nicht, hat die mir nicht mehr geholfen, nicht mehr reagiert, keine E-Mails, nichts. Also, ich hatte keine Bestätigung, PayPal hat nicht geholfen, DPD hat mir den Mittelfinger gezeigt. Soweit war ich auch beim letzten Video. In der Zwischenzeit habe ich natürlich mit dem Microsoft Support telefoniert und auch geschrieben. Aber es hat sich ewig lang gezogen. Es war sehr, sehr lange in Klärung. Ich wartete Wochen, Monate immer wieder auf Informationen, auf Rückinfos, denn irgendwie hatte jeder Mitarbeiter immer etwas anderes zu sagen und immer mich vertröstet. Während der Zeit wurde eine Konsole zurückerstattet und ich dachte mir, ja, es geht nach vorne. Noch eine Konsole und Controller, bitte, macht weiter. Und so wartete ich. Also fassen wir nochmal zusammen. Also es gab keine Unterschrift von mir, dass ich etwas bekommen habe. Also ich war nicht nur rechtlich safe, sondern ey, ich hatte ja Käuferschutz, der aber plötzlich nicht greifen wollte. Okay, DPD maximal verwirrt. Die sagten, lass mich in Ruhe, nicht mein Problem. Wende dich hier schön an den Verkäufer. Der lokale DPD sagte, juckt mich nicht, ich verpetze niemanden, ist nicht mein Problem, ich helfe dir nicht. PayPal maximal verwirrt, Fall geschlossen. Und sagte, eine Bestätigung, ist nicht mein Problem, wende dich an DPD. Microsoft, monatelang, maximale Verwirrung, teilte mir dann Folgendes mit. Microsoft schrieb, haben Sie schon mal daran gedacht, zur Polizei zu gehen? So, kleiner Tipp, ne, so, egal was wir dir versprochen haben, monatelang, jeder Mitarbeiter von uns, egal, du bist im Recht, man juckt uns nicht. Die Polizei steht noch nicht vor unserer Tür. Vertraglich, schriftlich, du im Recht, nee. Juckt uns nicht. Steht doch geliefert. Wer bist du denn? DPD sagt geliefert. Danke für die Geduld. Definitiv monatelang hast du gewartet. Aber DPD hat eine strikte Paketverfolgung. 14 Tage, die geben uns keine Auskunft. Also, DPD ist schuld. Nicht unser Problem. Weil Polizei und Anwalt sind jetzt deine Kosten, deine Probleme. Kümmere dich mal drum. Okay, meine Gedanken so, boah, ist schon sehr, sehr lang her, ne? Hab ja gewartet, weil keine Info bekommen. Aber ich habe eine Kreditkarte. Käuferschutz. Regelt er nicht. Telefoniert, leere Versprechungen, so wie jeder. Kurzes Fazit. Auch Amex maximal verwirrt. Die sagten zwar, du hast einen Schutz von 12 Monaten, aber mein Geld habe ich nicht gesehen. Mein Rat und mein Fazit an euch. Lernt aus meinem Fehler.
versucht nichts in Eigenregie zu klären, vertraut keinem Käuferschutz, verlasst euch auf keinen Support. Keine Gnade, geht sofort am gleichen Tag oder am nächsten Tag zur Polizei, zum Anwalt, denn ihr kriegt auch keine Gnade, keine Rücksicht, sobald es um Geld geht. Und das sind die Gründe, warum ich sowohl den PayPal-Käuferschutz nie mehr vertrauen werde, Amex-Käuferschutz nie mehr vertrauen werde und auch im Microsoft Store nicht mehr einkaufen werde. Lernt aus meinen Fehlern. Das Einzige, was ich davon habe, ist, dass ich eine tolle Geschichte zu erzählen habe, euch Tipps geben kann und zum Schluss ist jeder von uns für seine eigenen Entscheidungen zuständig und so auch ich, denn auch ich habe Fehler gemacht, aber treffe dennoch die Entscheidung, mich nicht mehr auf die anderen drei Parteien zu verlassen oder denen mein Geld in irgendeiner Form zukommen zu lassen. Schreibt mir eure Meinung, schreibt mir eure Erfahrung. Wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.